Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3 zu Teil 16. Ja, und ich bin Frosty und wir tun jetzt heute unser erstes Ziel ist nämlich die Hauptmission. Das ist so gleich geklärt ist. Wir haben in der letzten Mission haben wir die Siedlergebiet hier vergrößert als unser Zuhause, was uns eigenständig gehört. Und da ist ein Handwerker und zwei Holzfäller haben sich hier schon eingelebt, ein paar Hütten gebaut und so weiter. Und ja, diesmal gehen wir gute 250 Meter weit zum Ankerplatz anscheinend, also das Anker angerichtet, sag ich mal, und da beginnt unsere nächste Hauptmission, weil unsere Siedlermissionen ausgegangen sind. Also ich habe nachgeschaut, es gibt keine Siedlermission mehr und da machen wir weiter eine Hauptmission weiter. Was ist das davon? Ist es ein Biber? Das ist ein Biber. Ich will Biber töten. Cool. Biber. Hab ich jetzt noch nicht gesehen. Hab ich gar nicht gewusst, dass es die gibt. Interessant. Und ich laufe jetzt einmal quer darüber. Auf der Map sehe ich gerade um. Ach, ich muss da rüber schwimmen. Irgendwie habe ich keinen Bock zu schwimmen. Nee, ich schwimme jetzt nicht. Sehe ich nicht ein. Leider weiß ich jetzt auch nicht, wie der Tonfall, also die Soundeinstellung nochmal war. Weil ich es noch nicht gerendert habe und nicht bearbeitet natürlicherweise und auch nicht hochgeladen habe, weil das knüpft genau in der letzten Folge an. Beim Aufnehmen. So sieht er ja, wie in der letzten Folge bekannt gegeben, dass ich ja weniger Aufnahmezeit mache, einfach dafür öfters. Also ich glaube mal, ich tue es nochmal ein bisschen nochmal erläutern. Nochmals, wie das so abgeändert wurde jetzt, sage ich mal. Ich habe ja in Planung gehabt, weil ja YouTube und so nicht über 15 Minuten hochladen konnte. Also wurde dann auf einmal, das war ja ganz früh, habe ich das schon gekannt gegeben. Ist ja schon ewig her. Auf jeden Fall wollte ich dann immer so 20 bis 25 Minuten Parts machen, weil die meisten Spiele so darauf auf der Mission abgelegt sind, dass sie einfach so ungefähr 20 bis 30 Minuten gehen einfach. Und das dann immer eine Folge gewesen wäre. Das kann man bei welchen Spielen jetzt auch immer noch machen, natürlicherweise. Aber beziehungsweise bei Assassin's Creed 3, oder sag ich mal so, sind das halt wegen der kleinen Mission auf, ne, recht schlecht eigentlich. Der labert irgendwas. Beine wie Bäume und Arme wie ein Schmied. Wer auch immer das jetzt ist. Ich laufe jetzt mal weg. Ich möchte jetzt mal kurz zu Ende erklären hier. Das ist nämlich gar nicht mal so uninteressant, würde ich sagen. Auf jeden Fall werde ich dann halt nicht mehr so die schönen 20 bis 30 Minuten Parts machen. Auch je nachdem kann mal vorkommen natürlicherweise. Was aber nicht der normale Faktor ist. Das wird halt irgendwann so zwischen 10 und 15 Minuten ablaufen. Desto häufiger kommen nämlich dann die Videos. Ich schätzungsweise, weil die meistens wird halt gesagt, die Zeitspanne eines Zuschauers liegt bei 5 Minuten nur. Ich sag mal, unter Let's Play Zuschauern liegt das eigentlich so bei 10 Minuten. Wenn es recht interessant ist, würde ich sagen. Bei mir habe ich nämlich nachgeschaut, die meisten Videos, was bei mir angeschaut werden, sind eigentlich 4 Minuten nur. Im Durchschnitt, 4 Minuten wirklich nur. Und wenn es wirklich so wenig ist, warum sollte ich dann irgendwann 30 Minuten Folge machen, wenn halt die ganzen Zuschauer nur so wenig anschauen? Also es muss nicht auf die Abonnenten zugelegt werden, es ist halt die allgemeine Masse auf YouTube, was meine Videos anschaut. Ja, weil das ja irgendwie, so wie ich gehört habe, dass die ganzen Let's Plays immer weniger angeschaut werden, das kriegen die größeren YouTuber mit, was ich eigentlich gar nicht richtig sagen kann. Bei mir sind die Views immer noch recht stabil, muss ich sagen. Steigt eigentlich relativ, ja, es hat ein bisschen abgesunken und so, aber es ist immer noch sehr stabil im Gegensatz zu früher. Ja, deswegen sind da gute 10 bis 15 Minuten mal eigentlich gut angebaut, würde ich sagen. Dafür kommen halt statt eine Folge mit 20, 25 Minuten, kommen da jetzt drei Folgen manchmal mit 10, 15 Minuten nur. Ich glaube mal, das lohnt sich viel mehr. Kommen auch viel mehr Videos hoch und baue sich da mehr oft bei mir auf. Gut, dann fangen wir endlich mal an. Hau ab! Sagte, hau ab, Bursche!
Sprichst du des Königs Sprache nicht? Haben sie dich gesehen, alter Mann. Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manier. Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akia-Bursche! Das Phantom der Nordmeere! Das Boot. Boot? Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles instand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor, komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Sie, Bursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange, bis es sie in See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Okay, jetzt dürfen wir auch noch Holz besorgen. Aber zu unseren Gunsten haben wir Holzfäller. Ich gehe mir davon aus, dass wir die Holzfäller um Holz bitten. Wahrscheinlich. Was könnten wir anderes von dem bitten, sage ich mal so. Um Biberpelz oder so. Oder weißt du, geil was? Ein paar Erdbeeren wäre nicht schlecht. Weiß ich nicht. Okay, wir gehen davon aus, dass es Holz sein wird. Aber wir müssen zu Achilles zurück. Oh, da vorne ist noch ein Biber. Nein, das ist kein Biber, das ist ein... Was ist da fucking schnell? Das ist, Boah, ich hab vergessen, wie die heißen. Ich tue jetzt eins erlegen. Ich hoffe, dich treffe ich. Jupp. Was ist das nochmal für ein Tier? Ich hab's voll vergessen. Ein Waschbär, genau. Ein Waschbär. Ist nie überhaupt auf Waschbär gekommen. Ein Waschbär wäscht sich. Was? Naja, okay, das war jetzt ganz schlecht. Aber wisst ihr, was ich meine? Waschbär. Tiere gibt's. Naja. Erstmal zu Achilles zurück. Na, schauen wir weiter. Oh, jetzt habe ich vergessen, dies loszulassen. Ja, nehmen wir zu Hause. Wir sind warum eigentlich andersherum. Okay. Ah, da bist du ja. Ich muss dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Und das hier? Das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern. Bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Gut, wie alles funktioniert. Ich lese mir das jetzt einfach mal so im Kopf durch und ihr könnt es auch so lesen. Wenn ihr es wirklich lesen wollt, dann schreibt ihr natürlich weise auch Pause. Ist doch klar. Gut, pipapo. Gut, ist klar. Wir haben unsere Ressourcen. Ressourcen könnten wir verkaufen. Das ist klar. Kaufen Menge. Ich leuchte jedem ein. Bestätigen und verkaufen. Gut. B verlassen. Herstellung der Waren und Handel. Okay. Das war andere, war kaufen. Gut. Handel. Handel. Ressourcen wählen. Wenn jetzt... Oh.
Weltweit. Ach, das sind bestimmt Pelze und etc., was wir gesammelt haben. Okay, wenn hier ein Holz. Ein Händler hier. Ja, das ist sehr einfach gemacht. Einfach Holzhändler, Konvoi schicken und bestätigen und schon kriegen wir Money. Ich glaube in der gewissen Zeit. Stand Minuten irgendwas dran oder ich glaube 12 Minuten was? Das kriegen wir 12 Minuten Geld. Ist ein bisschen so wie bei den Assassinen halt. Danach verging die Irgendwie. Zeit sehr schnell. Tage des Lernens, des Trainings und der Arbeit verschwammen. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer, über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen, ihre Pläne durchkreuzen, dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihnen jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld, Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Gut, 6 Monate sind vergangen, kein lästiger Schnee irgendwie mehr hier. Alles schön geprächtigt gedeiht. Sieht schön aus. Gut, das Schiff ist anscheinend auch fertig geworden. Wir besitzen 2 Pfund. Das ist reichlich viel Geld, würde ich sagen. Ich hoffe, das maximiert sich und super, also maximiert sich auf jeden Fall mal irgendwann. Weil mit 2 Pfund kommen wir, glaube ich, mal nicht weit. Ich fand es auch in den Vorgängern hatte man sehr viel Schnellasche, also richtig viel Money. Das war recht cool. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt hier läuft. Wir sind in Sequenz 5. So wie ich gehört habe, gibt es bis Sequenz 12 nur. Und so hin mit das halbe Spiel durch. Da muss doch echt einiges kommen. Und ja, bevor wir die nächste Mission beginnen, würde ich sagen, sehen wir uns erst in der nächsten Folge leider. Ja. Dann sehen wir uns erst in der nächsten Folge mit Schiffmissionen, gehe ich davon aus. Wir stechen in den See. Das ist ja so klar. Also hier Anker, Schiff fertig, probieren wir aus, fahren wir. Und ja, würde ich sagen, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.